wie du die Märkte an der Börse ausbeutest durch eine profitable Trading-Strategie. Deshalb schau dir bitte dieses Video in voller Länge an. Wir sind bei Trading.de eine Trading-Schule mit nachweislich profitablen Trading-Schülern, die auch im Echtgeldkonto auch dementsprechend auch profitabel traden und auch anderen Anfängern da auch mithelfen. Das heißt eine Gemeinschaft. Es geht grundsätzlich, was wir machen, ist es, dass wir immer sagen im Trading, vielleicht ist es ein 3.000 oder 5.000 Euro Konto, erstmal mit dem Demo-Konto sauber lernen und sagen, hier habe ich von den 3.000 Euro 1.000 Euro geteilt durch 10 Trades. Und jetzt ist wichtig für jeden Trade, den ich platziere, dass ich mindestens 500 Euro oder mehr für jeden Gewinner-Trade bekomme. Das heißt, wir haben auch Verlierer-Trades, aber wenn wir einmal einen Gewinner-Trade haben, dann ist der enorm viel größer im Verhältnis zum Verlierer-Trade. Und wir kriegen auch fast jede Stunde 1 bis 5 Trades zwischen 8.30 Uhr bis 22 Uhr. Das heißt, das einzige Limit, was es gibt, ist unser Kopf und das andere ist dann auch dementsprechend auch ja, unser Trading-Kapital, weil es eine Echtgeldregel gibt, die uns sehr hilft, die sagt aus, dass wenn wir zwei Verlierer-Trades haben, dass wir dann auch sofort aufhören. Die Trading-Strategie, die richtet sich an folgende drei Schritte, die ich dir geben möchte. Schritt Nummer 1, man identifiziert die größere Struktur, also von der größeren Struktur das Hoch und sowie auch von der größeren Struktur das Tief. Schritt Nummer 2 ist dann, kann ich sehen, dass der Kurs eher zum Hoch oder zum Tief hingehen möchte? Im Sinne von Bewegungslängen, die der Kurs macht. Und das zeige ich dir hier einmal zeichnerisch. Wenn ich sehe, dass der Kurs anfängt, zum Beispiel hier dieses Hoch und Tief zu haben, das ist Schritt Nummer 1, dann gehe ich zu Schritt Nummer 2 über und schaue jetzt nach, ist das eher für mich realistisch, dass der Kurs hochgehen möchte oder runtergehen möchte? Und wenn ich mehrmals sehe, dass der Kurs längere Bewegungen nach oben macht, ähnliche Bewegungen von oben nach unten und die nicht so lange sind, wie du es zum Beispiel hier oder hier siehst, dann ist das für mich realistisch, dass sobald der Kurs hier einen Rücksetzer macht und dann anfängt hier nach oben zu rotieren oder zu laufen, weil der Kurs schon zweimal hintereinander diese Bewegungslänge gemacht hat, davon auszugehen, dass er ebenso die gleiche Länge machen wird. Und das heißt für mich persönlich ist es realistischer, dass der Kurs dann zu diesem Hoch gehen möchte. Schritt Nummer 3 ist, sobald ich es schaffe, hier drinnen eine kleine grüne Kerze zu haben oder einen Farbwechsel, was ich dir gleich im Chart zeigen werde, finde ich es super toll, das Ganze dann auch zu traden und dann 100 Euro anzupassen pro Trade und dann ist die Gewinne, also der Gewinn dementsprechend gleich 500 Euro pro Trade. Das zeige ich dir gleich, ich zeige dir auch gleich ein paar Resultate von den Schülern. Das heißt einmal im Sinne von, sehen wir einmal der Kurs hier, der läuft hier zum Beispiel hoch. Der Kurs, der macht hier zum Beispiel die Bewegung von hier bis nach da. Also ist es realistisch, dass der Kurs wieder eine ähnliche Bewegung macht. Es ist gerade nicht realistisch, dass der Kurs wieder noch zu diesem Hoch hinläuft oder zu diesem Tief oder zu diesem Hoch hier. Es wird aber einige Beispiele geben. Es gibt einige Tage, wo das realistisch ist. Und da werde ich dir einmal ein paar Bilder dazu zeigen. Ich gebe mein Bestes hier mitunter der kleinsten Zeit dir den meisten Mehrwert zu geben. Und das ist dann tatsächlich einmal, wenn wir hier einmal ein paar Trades suchen, dann siehst du einmal zum Beispiel hier eine Analyse. Das ist zum Beispiel hier von einer Traderin, was ich zeigen möchte, und zwar der Kurs, da siehst du, der geht eher seitwärtshasig, aber wir sehen, die Bewegungen nach oben sind länger als die Bewegungen, die der Kurs hier als Rücksetzer macht. Als nächste Analyse, was wir hier einmal sehen, ist auch mitunter hier ein Trade hier drin. Das heißt, du siehst, der Kurs, der macht die Bewegung nach oben, macht den Rücksetzer und dann sieht der Trader hier sauber, wie der Kurs hier nach oben läuft. Und genau an solchen Kriterien arbeiten wir. Das ist dann dementsprechend ein Trade. Wir unterscheiden einmal von Trades, die wir tatsächlich gemacht haben und auch Trades, die wir eigentlich machen würden, aber nur analysieren. Zum Beispiel, wir sehen einmal der Kurs, da macht ihr sehr viele rote Kerzen. Macht einen Rücksetzer und diesen Rücksetzer, den du hier siehst, der hat eine ähnliche Länge fast schon mit diesen Rücksetzern hier drinnen. Von hier bis nach da oder von dort unten bis nach da oben, was das hier entspricht. Das sind fast ähnliche Rücksetzer, wie du siehst. Geht ein bisschen nach oben, macht dann diese Seitwärtsphase, heißt es hat Probleme. Hier siehst du, macht der Kurs den ähnlichen Rücksetzer. Wir verwenden auch gerne Volumen dabei. Das nennt sich der VWAP, Volumen, gewichtigter Durchschnittspreis heißt der, also Volume Weighted Average Price auf Englisch. Und wir verwenden den hier, wie du hier siehst, anstatt hier unten zu traden, dass wir den sauber an diese blaue Linie zurückkommen lassen. Aber bevor man diesen Indikator verwendet, wäre es mir wichtiger, diese drei Schritte zu haben, wie vorhin erwähnt, dass man sauber sieht, dass der Kurs runterläuft. Und bei Schritt Nummer 3 geht es darum, immer das gleiche Setup zu haben. Denn wenn ich sage, ich habe 1.000 Euro geteilt durch 10 Trades, dann ist das für mich sehr wichtig, dass ich
mitunter den 10 Trades jedes Mal den gleichen Markt getradet habe. Jedes Mal diesen gleichen Farbwechsel, die grüne und die rote Kerze. Der Markt ist zum Beispiel der S&P 500 Future, weil die 500 größten Unternehmen Amerikas da drin sind, alle 4 Monate kommen neue Märkte rein und auch noch der SPY, der Trust, wo mehrere Millionen, Hunderte, also das sind 90 bis 105 Millionen an Aufträge, was da getradet worden sind. Das ist so viel, dass einfach von über 100 Millionen eine Kaufkraft entstehen darf, nur wegen einer roten oder kleinen grünen Kerze, die du siehst. Und deshalb kann ich es eher vertrauen, eine ganz kleine Stoppsetzung zu haben, wo es nicht gegen mich piekst oder mich nicht ausstochert und dann dementsprechend in meine Richtung läuft. Wie du siehst, läuft dieser Trade hier sogar weiter, aber das ist etwas, was ich finde, ich wichtig ist, dass es nicht interessiert, sondern es geht tatsächlich darum, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel die 1000 Euro habe, geteilt durch 10 Trades, dass ich anfange im Sinne von 100 Euro zu riskieren und 500 Euro für jeden Trade haben möchte. Das heißt, obwohl ich dann vielleicht 700 Euro verloren habe durch 7 Mal falsch liegen, dass wenn ich dreimal richtig liege, das heißt dreimal 500 Euro gemacht habe, das sind 1500 Euro, dass ich trotzdem aus 1500 Euro 800 Euro machen kann. Zeig dir hier einmal und zwar, wie wir das machen mit der Tabelle und ich hoffe, wenn du ganz am Anfang bist oder wenn du fortgeschritten bist, dass es dir einmal hilft und das ist etwas, was ich durch die Trading-Schule auch lernen durfte, ist, dass man am Anfang im Sinne von versucht, alles Mögliche zu traden, was man sieht und das ist in Ordnung, um Erfahrung zu sammeln. Und du siehst hier im Sinne von, dass hier wurde auch im Echtgeld hier getradet zum Beispiel und wenn man 100 Euro riskiert, dass man hier 500 Euro oder mehr raushaben möchte. Was sehr wichtig ist in dieser Tabelle hier, du siehst einmal, dass man hier 8000 Gewinn hat und 1000 Euro Verlust. Man macht diese Excel-Tabelle und man fängt erstmal mit Centbeträge, 3 Euro, 10, 20, 30 Euro, finde ich, ist gut anzufangen für sich persönlich. Ganz wichtig, wie, das ist keine Anlageberatung, erstmal im Demokonto ist immer sehr wichtig. Und dann später, wenn man das ein bisschen länger macht, dann fängt man an, wieder ein bisschen mehr zu analysieren. Mehr zu analysieren heißt, wie du es zum Beispiel hier rechts siehst, anstatt hier alles getradet wurde, steht dann zum Beispiel hier Analyse dran. Und dann ist es vollkommen normal, dass man mal 3, 4 Mal hintereinander auch falsch liegt. Und Hauptsache, da ist mal wieder ein Gewinner davon über ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 5. Und die Skalierung, also im Sinne von mit mehr Geld zu arbeiten, wird halt immer schwerer und das ist total verständlich. Und etwas, was uns sehr arg hilft, vor allem auch den Leuten bei der Ausbildung, ist es dann immer mehr zu analysieren. Zum Beispiel hier siehst du dreimal getradet, zweimal analysiert. Viermal, fünfmal getradet, zweimal analysiert. Jetzt hier zum Beispiel ist ein Beispiel, das finde ich hier schöner und das wurde zum Beispiel mit noch mehr Positionsgröße getradet, das heißt mit noch mehr Risiko pro Trade. Hier siehst du zum Beispiel, zweimal hat man analysierten Gewinnertrades von 700 Euro mit jeweils 100 Euro Risiko, einmal hat man 500 Euro gemacht. Zweimal hat man 570 Euro gesehen, oder 500 und dann einmal 570, einmal hat man 100 Euro verloren. Dann hat man wieder getradet, einmal sind es 780 Euro. Dann im Sinne von hat man angefangen wieder zu analysieren, einen Verlierer-Trade zu sehen. Und wenn man einen Verlierer-Trade sieht, was man traden würde und nicht selber dann getradet hat, dass man dann anfängt im Sinne von den nächsten auch zu analysieren und nicht tatsächlich den Einstieg zu machen. Wir haben einmal die Trading-Ausbildung. Also im Sinne von, ich möchte dir gerne mit unter diesem Video eine kostenlose Trading-Ausbildung geben. Die gibt es einmal unter trading.de. Und das sind diese Videos, die du hier siehst. Das ist die volle Trading-Herangehensweise. Ansonsten über den YouTube-Kanal trading.de. Ja, spreche ich immer über die gleiche Herangehensweise vom Trading. Ich hoffe, dass es dich zu einem besseren Trader macht. Und wenn du dich gerne dazu entscheiden möchtest, gerne mit uns persönlich zu arbeiten. Wir haben einmal den Starterkurs, der kostet einmalig 27 Euro. Da kommt man dann in diese Trading-Gruppe rein. Und da gibt es keine versteckte Kosten. Man hat sogar obendrauf 14 Tage. Und da lernst du erstmal, wie du sauber im Sinne von, wie du die Trading-Plattform, dass du die Trading-Plattform weißt, wie man die anwendet, wie man Einstiege macht, wie man zum Beispiel Analysen macht. Und dann gibt es ansonsten die Ausbildung. Die Ausbildung bei uns, die kostet 249 Euro. Die kann man monatlich kündigen. Du lernst die genau gleiche Systematik, aber anstatt du alles auf einmal lernst, heißt es dann eher im Sinne von, wir fangen jetzt erstmal an, uns an den Rechner hinzusetzen und dann sauber erstmal die Trades zu sehen und die Marktphase zu analysieren. Das heißt, eine Beziehung zu dem Markt aufzubauen, um mehrmals zu sehen, wohin der Kurs überhaupt hingehen möchte. Und sobald man das sieht, dann fangen wir an, mit den Indikatoren zu arbeiten. Sobald man das sieht, fangen wir an, im Sinne von eher mit den Trades zu arbeiten, im Sinne von, wo wir dann die Einstiege finden wollen. Das ist der Unterschied zwischen Ausbildung und Starterkurs. Im Starterkurs kriegst du alles auf einmal. Und also im Sinne von, du kriegst von mir die persönliche Betreuung, mit mir persönlich zu arbeiten, lernst, wie man mehrmals ein 3000, 2000, 3000 Euro Konto im Demo verdoppelt, dann auch dementsprechend auch kaputt macht, dass du genau weißt, wie man nicht traden sollte. Das ist, finde ich, ist sehr wichtig für die Anfänger, um das Ganze zu lernen. Und dann gibt es Leute, die sind bereit, mit dem Echtgeldkonto zu traden. Die werden da drinnen dann auch betreut. Und
ja, die Spaß, also die Freude daran, das Trading zu betreiben, ist sehr wichtig und dann auch dementsprechend eine gute Zeit zu haben. Das heißt, wenn dich das Ganze interessiert, melde dich gerne unter trading.de. Ansonsten schau dir hier gerne die Videos an, die sind kostenlos, Informationen sind kostenlos, unsere Zeit und Implementierung ist das. Und das andere ist dann auch noch obendrauf, wenn dir das nicht gefällt, du hast immer 14 Tage Geldrückgabe und obendrauf, wenn dir das auch noch nicht gefällt, kriegst du noch von mir auch noch ein 1 zu 1, das heißt im Sinne von einer Betreuung von mir persönlich, denn jeder, der in der Ausbildung ist, wird von mir persönlich auch noch obendrauf betreut. Also ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest aus dem Video. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Gesundheit, gute Trades, JT out.